Wie viel Spott und Meinungsäußerung ist denn im Internet eigentlich erlaubt? Ist es eine Beleidigung und somit strafbar und eine Rechtsverletzung? Oder fällt es unter die Meinungsfreiheit, wenn ich beispielsweise zu einem Gruppenfoto mit einer Landtagsabgeordneten und vier weiteren Personen schreibe, es handle sich um Schockbilder auf Kippenschachteln, wörtlich. Und ich dachte immer, die Schockbilder auf Kippenschachteln wären schlimm. Das sind die Grünen im Bayerischen Landtag. Und nein, das ist kein Scherz. Und im weiteren Kommentar heißt es dann noch, das seien Lachnummern. Das jedenfalls sagte und zeigte ein Peter Weber, der einen YouTube-Kanal betreibt mit dem Namen Hallo Meinung. Herr Weber wurde aufgefordert, solche Äußerungen zu unterlassen und eine entsprechende Unterlassungserklärung abzugeben. Herr Weber hatte daraufhin außergerichtlich geantwortet, er denke gar nicht daran, er wolle auch weiterhin an dieser Äußerung festhalten, denn sie sei zulässig. Er hat sich einen Anwalt genommen, auch vor Gericht, denn wir haben zwei der abgebildeten Personen vor dem Landgericht Nürnberg geführt, vertreten und Klage auf Unterlassung und Erstattung von außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten von jeweils 1.324,60 € eingefordert. Und der Anwalt von Herrn Weber argumentierte, nun, wer in der Politik ist, muss sich das anhören. Es gibt schließlich auch andere Äußerungen, da wurden auch die Künast-Zitate dabei genannt, die ja vom Kammergericht Berlin für zulässig erachtet wurden. Außerdem würde Herr Böhmermann immer wieder vom Leder ziehen und wenn der das darf, dann müsste es einem Herrn Weber auch erlaubt sein. Kommt es also darauf an, ob die Kritik von links oder rechts kommt oder gibt es objektive Kriterien? Das war jetzt die Fragestellung für das Landgericht Nürnberg Fürth heute bei der mündlichen Verhandlung. Ein Kriterium für die Zulässigkeit von kritischen Äußerungen ist beispielsweise eine Auseinandersetzung in der Sache. Und da ließ Herr Weber vorbringen, naja, man habe sich ja durchaus mit Annalena Baerbock auseinandergesetzt und das ist eine Grüne. Und nachdem Tessa Ganserer auch eine Grüne ist, ist das ja eine Auseinandersetzung in der Sache. Und man erkennt am Rande vom Bild ganz hinten ja, dass die sich vor einem grünen Logo befinden. Das wäre also die Sachauseinandersetzung. Außerdem müsste man das Video im Original vorlegen und ein Transkript vorlegen, um diesen Zusammenhang herzustellen. Darüber hat das Gericht also heute entschieden und hat ausgeurteilt, dass es sich um eine Rechtsverletzung handelt, dass auch der Gegenstandswert von 30.000 € richtig angesetzt und berechnet wurde und dass Herr Weber verpflichtet ist, den beiden Klägerinnen die außergerichtlichen Kosten sowie die Kosten des Prozesses, einschließlich Kosten des Termins, zu erstatten. Kurz zuvor war Herr Weber bereits von einem Strafrichter zu einer Geldstrafe von über 3.000 € wegen dieses Bildes verurteilt worden. Auch da war die Argumentation, das muss doch erlaubt sein, das ist doch nur Spaß oder Spott im Sinne einer zulässigen Meinungsäußerung. Und hier haben wir die wichtige Frage, ist das, was im Internet üblich ist, deswegen auch schon legal? Müssen wir uns mit den juristischen Grundsätzen daran orientieren, was weit verbreitet ist? Wenn man sich manche YouTube-Kanäle anschaut und dann geht es um das Thema Bashing oder Hating, dann kommt da manchmal ein Wertesystem zum Vorschein, wonach es heißt, naja, das machen doch alle so, es geht doch mir auch so, also mach nicht so viel Mimimi. Und wenn man diese Sachverhalte dann vor Gericht bringt, dann erleben wir, und ich würde sagen persönlich zum Glück, dass diese Verrohung noch nicht Einzug in die Rechtsprechung genommen hat, sondern dass eine Beleidigung nach wie vor eine Beleidigung ist. Wenn wir sagen wollten, wir würden Beleidigungen legalisieren, dann würden wir nicht die Strafrahmen erhöhen, sondern würden sie weiter absenken. Denn das, was gerade stattfindet, da räumt sogar der Anwalt von Herrn Weber ein, ist eine Stilfrage, es mag schlechter Stil sein, aber es sei nicht illegal. Und das ist richtig im ersten Teil, das ist schlechter Stil, aber es ist eben auch illegal. Das, was früher eine Beleidigung im Offline-Leben war, ist auch heute eine Beleidigung, wenn sie auf YouTube stattfindet. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür anzunehmen, dass eine online ausgesprochene und millionenfach angeklickte Beleidigung deswegen harmloser wäre, nur weil sie leichter begangen wird. Im Gegenteil, die größere Verbreitung, die dauerhafte Speicherung von solchen Ehrdelikten sind nicht eine Privilegierung, sondern eine Qualifikation. Sie machen die Tat gefährlicher und schädlicher in ihrer Wirkung. Und dem trägt das Gericht jetzt Rechnung, indem es mit dem hier angesetzten Gegenstandswert die Unterlassungsverpflichtung ausspricht. Somit ist es Herrn Weber bei Meidung eines Ordnungsgeldes untersagt, und zwar lautet der Tenor dabei, bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder einer Ordnungshaft
bis zu 6 Monaten für jeden einzelnen Fall, der zu Wiederhandlung ist, zu unterlassen, diese Äußerung zu wiederholen. Man kann sich ein wenig fragen, warum Herr Weber diesen Aufwand auf sich genommen hat. Er hätte ja eigentlich ganz einfach nur durch die Abgabe einer Unterlassungserklärung den Prozess verhindern können, denn damit wäre die Wiederholungsgefahr ausgeräumt gewesen. Wenn Herr Weber also sagt, ich will dem Ganzen gar nicht viel Raum geben, dann verhält er sich natürlich widersprüchlich, wenn er dann nicht bereit ist, eine Unterschrift zu leisten und zu sagen, mache ich nicht wieder, gibt ja auch keinen Anlass, genau die gleiche Äußerung wieder zu machen. Indem er sich über seinen Anwalt geäußert hat, er möchte sich vorbehalten, das wieder sagen zu können und das auch gerichtlich überprüfen zu lassen, hat er diesen Prozess auch erst ermöglicht. Insofern, wichtige Entscheidung. Was diesmal nicht eingeklagt worden war, war Schmerzensgeld. Also die 1.300 Euro sind eine reine Kostenerstattung. Wir haben hier keine immateriellen Schadensersatzansprüche geltend gemacht. Das könnte man noch, das ist noch weiter vorbehalten. Mag durchaus sein, dass Herr Weber Rechtsmittel einlegt. Er könnte also gegen das Versäumnisurteil Einspruch einlegen. Dann kommt es erneut zu einer mündlichen Verhandlung, was natürlich auch wieder weitere Kosten verursacht. Dann kann ein erneutes Urteil erfolgen und dann kann das durch die Instanzen gehen, wenn man unbedingt die Sache weiter diskutieren möchte. Die erste Entscheidung ist in der Linie wie das Strafgericht und sagt also aus, nur weil man in der Politik ist oder sich neben einer Politikerin ablichten lässt, muss man sich nicht jede Beleidigung gefallen lassen.